Hallo Leute, ja, wir sind hier am Lager. Ich hatte schon alles weggeräumt, aufgeräumt etc. Habe noch ein paar Sachen gemacht. Wir brauchten jetzt irgendwas mit 25 Kupfer, hatten wir gesagt, aber ich glaube, wir brauchten ja keinen Kupfer. Warte mal, was wollten wir machen? Wir wollten diese Schmiede verbessern. Dafür brauchen wir dies. Rechtsklick und da müssen wir was herstellen. Ihr geht erstmal ins Logo und dann sehen wir uns gleich wieder. So, die Schmiedekühlvorrichtung wollten wir machen. Und die braucht 25 Edelholz und 10 Kupfer. Das sollten wir wohl haben. Dann lass uns mal gerade hier an der Dingens gehen. An die Truhe. Wir brauchen 25 Holz. Das habe ich auch schon was besorgt für. Okay. Packen wir ein. Und 10 Kupfer waren das dann noch. Die sind hier drin. Kupfer 10. Und okay. So, und das sollten wir jetzt hier den Wassertrog bauen können, ne? Auf der 4 kriegen wir den dahinter gestellt, bestimmt, ne? Ja. Wunderbar. Dann haben wir den auch. Neue Ausbaustufe, Schmiedestufe 3. So, das bedeutet, jetzt können wir auch hier was besser aufwerten, wahrscheinlich. So, was haben wir denn hier zur Aufwertung jetzt? So, hier ist 3 mit Bronzehelm. 3 auch mit Bronzeaxt. Schlitzen 50, was kann die bis jetzt? 45, das wären 5 mehr. Da ist Rüstung 12 und da ist Bronzespitzhacke. Ja, aber kann auch sehr harten Felsen knacken. Okay. Und die, die ich jetzt habe. Ach, Spitzhacks, da. Ne, da steht das Gleiche. Das heißt, das ist nur ein Update in Sachen Gewicht, Haltbarkeit, Stechen, Ausdauerverwendung. Wie ist jetzt unsere Ausdauerverwendung? Auch 8. Blockrüsten 2, Blockmacht, Barrierbonus, Rückstoß. Ja, das ändert sich hier irgendwie nicht so, außer, glaube ich, das Stechen, oder? Ja, so sieht es aus. Okay, da sehe ich jetzt gerade nicht so den Dingens, das Entscheidende dran. Das heißt, ich würde wahrscheinlich, warte mal, was haben wir denn? Die haben wir ja gar nicht an hier. Ach so, wenn ich den anziehe, ziehe ich den aus. Und der hat Rüstung 10 und der hat Rüstung 6. Okay. Hier sind wir etwas schneller und haben Schleichenbonus. Aber ich glaube nur, wenn wir die 4 Teile haben. Ja, dann ist es vielleicht so besser, wie ich es jetzt anhabe. Gut, da müssen wir noch überlegen, ob wir die 4 Teile machen, wenn wir das. Ha, weiß ich auch nicht. So, das heißt, wir müssten jetzt Bronze haben, um die Rüstung zu verbessern. Die dann da hat 12 und jetzt hat 10. Und das heißt hier nochmal dran und das rausgenommen. Warte mal, und den Helm wollen wir auch machen, der braucht auch noch Bronze. Du trägst zu viel. Ja, ich weiß. So, Bronze produzieren wir mal gerade, dann tragen wir, glaube ich, auch nicht mehr zu viel. Dann machen wir Bronze Brustpanzer fertig. Und dann machen wir auch noch den Helm fertig. So, das ist jetzt gar nicht mehr so schwer, ne? So, was haben wir jetzt noch? Was können wir noch hier? Bronzenägel können wir machen oder Bronze können wir auch noch einmal machen. Oder Bronze können wir auch zweimal machen. Oder? Nee, einmal nur. Leider falsch rum. Gut, dann sind wir da erst so weit durch, können das hier wegpacken. Jetzt hat er keinen Helm mehr auf, dann müssen wir den wieder aufsetzen. Den Brustpanzer hat er tatsächlich auch nicht an. Läuft, ne? Hier sind die 10 Nägel noch drin. Und wir brauchen trotzdem noch wieder hier mehr von dem Zeug. Ne? Ist die ganze Zeit so. Ja, was machen wir dann? Jetzt haben wir alles. Nochmal gerade reingeguckt. Muss ich noch was weglegen? Nein, ich habe alles passend. Das würde bedeuten, wir können schon wieder auf Wanderschaft gehen. Ne? Was hier mit Essen? Können wir sowieso nichts machen. Ne? Aufwerten geht nicht, weil würde mich jetzt interessieren, was kann ich.
Kann ich hier irgendwas verbessern? Eigentlich nicht, ne? Ah, hier haben wir das. Ja, im Prinzip können wir los und nochmal Kupfer wieder besorgen, ne? Wo finden wir noch Kupfer? Entweder hier unten oder da oben. Beziehungsweise hier war auch noch was. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt alles weg haben. Das ist jetzt die nächste Stelle. Ich glaube, den Punkt haben wir weg. Da müssen wir nochmal gucken gehen. Laufen wir da mal hin. Da haben wir schon ausgerüstet. Drei Minuten haben wir Ausdauer. Okay, da ist irgendwie so ein Hirsch. Da ist ein Wildschwein. Das umgehen wir mal gerade geschickt, weil das will ich jetzt auch nicht, dass es die ganze Zeit hinter mir herrennt. Wenn du so im Weg stehst, dann hast du Pech gehabt, ne? So, jetzt fängt es auch noch an zu regnen wieder, ne? So, wo ist jetzt die Stelle mit dem Kupfer? Die muss ja hier irgendwo sein. Ich sehe sie jetzt tatsächlich nicht so richtig. Ist es hier? Ich höre doch einen, oder? Habe ich einen gehört oder nicht? Hä? Da hat doch irgendwo einer geschrien, oder? Kann mich natürlich auch vertun, ne? Nee, das ist falsche Richtung. Das muss nach hier sein. Hä? Ich höre was, aber ich weiß nicht. Ich glaube, das Kupfer war hier. Da ist noch ein bisschen. Welche Waffe? 5. Ah, da ist er doch. Ich wusste doch, dass irgendwer hier in der Nähe ist. 6. Ah, und wieder so ein kleiner Schisser dabei, ne? Das ist immer das Gleiche mit denen, ne? Ah, vielleicht wird es ja jetzt mal ein bisschen besser. Und wir laufen mal hier den Berg runter, weil wir das so gut können, ne? Sind wir schon immer hier lang gelaufen, oder? Wie ist das? Ich hätte ihn ja unten gerne wieder auf der Freifläche. Da kennen wir uns schon aus, wie wir ihn kaputt machen, ne? Immer mal die 2 her. Den sind wir schon mal los. Oh, das Essen ist natürlich weg, ist klar, ne? Nee, das war falsch. Okay. Hat er mich ganz schön erwischt gerade. Aber wir haben wieder nichts, keine Energie, nichts, ne?
Wenn er uns trifft, sind wir tot in diesem Moment. Das ist jetzt nicht die Lösung hier, ne? Wieso haben wir keine Energie immer, ey? Was mal irgendwann hin, so ein bisschen gezielter hier den zu treffen, ne? Irgendwann kriegen wir ihn, naja. Ich glaube, wenn ich hier so kämpfe, ne, dann kann ich nicht anfangen zu frieren. Ne. Jetzt wird es auch noch ganz dunkel. Ne? Mal wieder keine Energie, um so einen Bogen abzuschießen. Du glaubst es nicht, oder? Oh Mann, ey. Jetzt hat er mich getroffen mit voller Wucht. Ich wollte mal einmal mit dem Speer probieren, ne? Aber das war wieder nichts. Wir haben wieder keine Energie. Jetzt haben wir geschafft, endlich, ey. Oh. Unfassbar. Diese Lauferei. Ah, ich wollte schon gerade sagen, hier gibt es nichts zu looten, das wäre echt schlimm. Münzen, Troll und das Leder haben wir auch. Puh, das war wieder eine Tour, ne? Ah, da geht's nach Hause. Da gehen wir jetzt erstmal hin, weil wir schon wieder gestresst sind. Ja, aber wir haben das Leder, das ist schon mal nicht schlecht. Auf zu unserem Zuhause. So. Hier können wir noch
Bienenhonig ernten. Sehr schön. So, war das hier, wo wir das schmieden konnten? Nee, ne? Da haben wir diese fünf Sachen. Erstmal hier alles reparieren, was wir reparieren können. Und das andere war drin. Jetzt haben wir ein ganz bisschen Kupferglaube mitgebracht, nur, ne? Aber naja. Dafür haben wir was anderes mitgebracht. So, das haben wir hier. Das ist die Troll-Tunika haben wir und eine Troll-Lederhose. So, das ist aber das, was wir nicht brauchen. Gibt es hier noch was vom Troll? Da. Troll-Lederhelm. Da brauchen wir noch drei Knochen. Die waren hier, ne? Ne, Shift. Gut. Die habe ich jetzt wieder da reingelegt, wetten. So sieht's aus. So. So, jetzt können wir hier den Helm machen. Rüstung selbst. Hinterhältigkeit. Macht dich wesentlich hinterhältig schleichen. So, jetzt haben wir auch den Helm. Der ist da. Der ersetzt allerdings den. Ja, das würde bedeuten, wir müssten jetzt erstmal diese zwei Sachen irgendwo ablegen. Und wenn wir das Set zusammen haben, dann macht es nur Sinn, das mitzunehmen. Warte mal, ich glaube, die Trophäen waren hier hinten drin, ne? Waren die hier? Ja. Und da haben wir jetzt zwei von. Trophäe. Die legen wir mal hier Sachen rein, dann haben wir mehr Platz im Inventar, das macht schon mehr Sinn, oder? So. Fleisch können wir noch rauslegen und ich würde sagen, wir machen hier auch erst einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen, würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.